It's Vlogmas Day 21. Guten Morgen, schon Tag 21 und wir machen als allererstes jetzt den Adventskalender zusammen auf, der ja bei mir momentan nicht leerer wird wirklich. Und da haben wir auch schon 21 Mousse Schokolade ist das. Wieder dieses arabisch angehauchte Ding. Und ja, so, wird natürlich auch wieder später erst gegessen. Und ja, wir müssen jetzt gleich weg, noch ein paar Behördengänge machen, beziehungsweise mein Freund. Und ja, dann gleich noch kurz einkaufen. Und sonst steht heute nicht großartig was an. Heute wird so ein gemütlicher Tag, ein ruhiger, wie gesagt, Mittwoch. Und ja, dann die Feiertage, da gibt es immer genug zu tun und Stress. Und ja, deswegen wird heute und morgen ein sehr entspannter Tag. Und mal schauen, was heute noch so zu vloggen, was es heute noch so zu vloggen gibt. So, der Tag ist schon wieder fast vorbei. Es ist jetzt, ich weiß nicht, 5 Uhr, halb 6 irgendwie oder so. Und wir waren heute ein bisschen unterwegs, haben ein paar Behördengänge noch erledigt. Und ansonsten stand heute wirklich überhaupt nichts an. Es war ein ruhiger, ruhiger Tag. Und ist auch ganz nett zwischendurch immer mal so ein ruhiger Tag. Und ja, wir waren noch kurz einkaufen. Morgen müssen wir auch noch mal kurz ein paar Sachen holen. Und ja, sonst steht für morgen auch wirklich überhaupt nicht großartig was an. Also Hausputz wird morgen noch gemacht, bevor wir dann beide wegfahren. Beziehungsweise mein Freund ist Heiligabend, also vom 23. bis 1. Weihnachtstag bei seiner Mutter mit seiner Schwester zusammen. Und ich bin ab dem 23. dann bei meinen Eltern. Das heißt, wir sehen uns ja am 1. Weihnachtstag dann bei meinen Eltern später. Und ja, vorher wollen wir das Haus dann halt, also die Wohnung halt vernünftig sauber wieder haben. Wir tanzen jetzt Rihanna Diamonds auf Profi zusammen. Und auf geht's. Okay, also das war das erste Mal, dass ich das heute auf Profi probiert habe. Ich habe es nicht so mit der Arm-Bein-Koordination, das werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben. Aber dafür lief es ganz gut. Meine Punkte sind gar nicht mal so schlecht fürs erste Mal auf Profi. 42%. Und ja, lief doch gar nicht so schlecht. It's Vlogmas Day 22. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon Tag 22. Nur noch 2 Tage, dann ist Weihnachten. Es geht so schnell rum. Und ja, ich bin gerade aufgestanden. Und als erstes öffnen wir jetzt den Adventskalender. Ich habe gestern übrigens 2 Pralinen geschafft. Das heißt, ich nähere mich so langsam. Weil vorgestern habe ich auch 2 geschafft. Und da ist die 22 auch schon. Mini Fioretto Nougat Crisp. Wow. Und da flog sie. So eine ist das. Ja, also ich komme so langsam zum Ende bei den Pralinen. Naja, ich glaube, ich habe immer noch 6-7 Stück da drin, aber egal. Und auf jeden Fall, heute steht an, mein Freund und ich wollen die Wohnung putzen, weil bevor wir weg wollen, wollen wir alles in Schuss haben. Also bevor wir wegfahren, wollen wir alles in Schuss haben. Ich bin ja sowieso so, ich muss immer alles sauber und ordentlich haben. Ich hasse es, wenn es unordentlich oder dreckig oder so ist. Und deswegen ist heute nochmal Großputz angesagt, damit alles schlüssig ist, wenn wir wiederkommen und ich nicht die Krise bekomme, wenn wir wiederkommen. Ja, und dann nachher noch kurz ein paar Sachen einkaufen für Sonntag dann, damit wir hier Sonntag nicht stehen, ohne was zu essen. Und ja, ansonsten muss ich dann heute meine Tasche packen, beziehungsweise meinen Koffer. Ich sehe wahrscheinlich dann aus, als würde ich für 3 Wochen verreisen, aber die Geschenke müssen da rein. Das ganze Geschenkband, das Geschenkpapier und dann noch die Sachen, die ich brauche. Und ja, das wird dann voller Koffer. Außerdem muss ich ein Stativ mitnehmen, eine Lampe muss ich mitnehmen zum Filmen, weil ich habe vor, morgen die Geschenke, die ich einpacke, zu filmen für euch. Ich finde das immer ganz lustig, wenn man sieht, so, was so alles, ja, wie die Leute so einpacken. Weil ich packe sehr gerne ein, auch vor allen Dingen mit Schleifenbändern und sowas. Und ja, deswegen finde ich das persönlich immer sehr, sehr interessant, ja. Und wie man sieht, ich bin noch nicht geschminkt. Wie gesagt, es ist früher Morgen, gerade aufgestanden und ja, noch ein bisschen disturbed und so. Haare nicht gemacht, nur gekämmt schnell und alles.
Ja. Auf jeden Fall mache ich es mir jetzt erst noch kurz auf dem Sofa gemütlich, frühstücke gleich was und dann geht alles heute los. So ihr Lieben, ich bin gerade dabei, Sachen zu packen. Ich habe hier schon meinen Koffer ausgebreitet. Klamotten habe ich schon drin und meinen Lockenstab und eine Tasche und noch ein paar Extraschuhe, was ich halt so für Weihnachten brauche. Dann habe ich hier schon mal so Sachen wie Deo, Hitzeschutzspray, Parfüm, Bodylotion und sowas drin. Shampoo und sowas kommt gleich noch, nachdem ich nachher geduscht habe, tue ich das da rein. Zahnbürste und sowas kommt halt morgen. Schminke kommt morgen. Hier ist eine Tüte mit Geschenken und da kommt ja nachher die dreckige Wäsche immer rein. Aber solange habe ich da das ganze Geschenkband reingepackt. Da sind schon mal ein paar Geschenke. Das kommt gleich alles noch rein. Das sind noch Geschenke, die ich jetzt noch ein bisschen vorbereiten muss. Und ja, dann muss ich nachher noch meine Kamera einpacken, also meine normale. Mein Stativ will ich mitnehmen und noch eine Lampe. Da vorne liegt noch Geschenkpapier, das muss noch eingepackt werden. Und ja, ich bin also fleißig und... Ja, dann wird gleich halt noch was vorbereitet für die Geschenke, das zeige ich euch dann und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das hier wird etwas, was mein Papa und mein Bruder zusätzlich zu ihren Geschenken dazu bekommen. Und zwar sind das einmal diese, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, das sind diese Becher halt. Hier steht auch auf der Verpackung kein Name. Ich glaube, die heißen, so Major Cup oder sowas heißen die, glaube ich. Auf jeden Fall sind das diese... Ja, Drinking Jars nennt man die. Drinking Jars steht auch hier drauf. Das sind diese Einmachgläser-ähnlichen Dinger. Und da habe ich einfach dann jeweils einmal so eine Mini-Dose Coca-Cola. Ihr könnt natürlich auch eine andere Cola-Marke oder sowas reintun. Und ein Mini-Jack Daniels kommt dann damit dran, zusammen mit dem Strohhalm. Das wird dann nachher mit einem Band daran festgemacht. Das kriegen die noch als kleines Extra dazu. Das zeige ich euch dann morgen, wenn ich alles verpacke. Und ja, ich fand das eine ganz süße Idee, weil, ich weiß, dass mein Papa Whisky mag. Mein Bruder weiß ich jetzt nicht ganz genau. Man kann das halt mit allem möglichen machen. Man kann es auch mit Wodka Red Bull oder mit, keine Ahnung, Baileys oder ich weiß nicht was. Ich bin ja nicht so im Trinken drin, was man da so gemischt trinkt. Auf jeden Fall, da gibt es 1000 Möglichkeiten, das zu machen. Und ich fand das ganz niedlich so als extra, als kleines Extra halt. So, jetzt machen wir schnell ein Geschenk, was ich meiner Mama noch dazugeben möchte. Und zwar braucht ihr dafür einfach... durchsichtige Kugeln. Ich habe jetzt keine komplett durchsichtigen gefunden. Hier sind jetzt so kleine Sternchen drauf. Aber ich finde, die sind auch ganz niedlich. Ich habe da übrigens ein Dreier-Set von. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal alle drei befüllen. Mal gucken, wem ich dann noch sowas schenke. Ich finde, das ist nämlich eine ganz süße Idee, was wir jetzt machen. Die Idee habe ich von Pinterest. Die sieht man aber mittlerweile bei ganz, ganz vielen. Und ja, ich mache jetzt erstmal eben hier diese Schildchen ab, die da noch dran sind. Diese Klebeschilder. Und, dann nehmen wir einfach, das geht ganz einfach hier ab, diese Halter von den Kugeln, womit man die halt eigentlich in den Christbaum hängt, die nehmen wir eben ab. Und ich tue die Kugeln jetzt dafür wieder in ihre Verpackung dann nachher legen, weil hier liegen die schön gerade drin, da kann ich dann gleich gut was reinfüllen. Und da ich jetzt keinen Trichter oder sowas habe, weil wir füllen da jetzt, wir machen da Kakao, Kakao-Kugeln raus. Und auf jeden Fall nehme ich mir dafür dann jetzt einfach ein Blatt und mache mir daraus einen Trichter. Damit ich nicht so klecker, was ich wahrscheinlich trotzdem tue, weil ich bin da nicht so begabt für nicht zu kleckern. Ach, die haben so mega winzige Löcher. Ihr seht gar nichts hier. Noch ein bisschen. So. Und dann nehmt ihr einfach irgendeinen Kakao, den ihr gerade da habt. Wir haben hier jetzt den Kaba-Kakao. Und füllt dann, füllt dann einfach Kakao in die Kugeln rein. Wenn das dann nicht alles hier stehen bleibt. So, ich wollte für meine Mutter gerade eigentlich noch so eine Christbaumkugel mit, alles, was man für eine heiße Schokolade braucht, machen. Das hat aber nicht so geklappt mit der Christbaumkugel, weil der, das, wo man halt dann das Zeug rein, diese Öffnung, die war halt zu klein. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich hatte ja noch ein so ein Glas übrig, habe ich das jetzt in so ein Glas gefüllt. Und zwar habe ich unten Kakaopulver, dann so Schokoraspeln und so kleine Sprinkles, wie heißen sie auf Deutsch?
Ja, so Keksdeko-Dinger. Dann nochmal ein bisschen Kakao, nochmal so Sprinkles. Und dann Mini-Marshmallows. Und dazu gibt es dann eine Zuckerstange. Die mache ich dann nochmal mit Geschenkband hier dran. Und ja, das ist dann das für meine Mutter als kleines Extra. Hat zwar leider nicht mit den Kugeln so geklappt, aber naja, so sieht es ja auch ganz niedlich aus. Und so kriegen alle von meinen Eltern so ein, ja, so ein Glas. So, ich wollte mir gerade was zu essen machen, was ganz Schnelles. Und zwar so Maggi-Nudeln, asiatische, in Hühnchen. Oh, und als ich die gegessen habe, ich habe gedacht, ich gehe von der Welt. Die waren so scharf. Ja, mein Freund hat dann gerade entdeckt, dass auf dem Deckel wohl 3 Pepperonis waren. Ja, habe ich natürlich nicht gesehen. Boah, und ich bin ja scharf, überhaupt gar kein Freund von. Das war echt, richtig eklig. Boah, richtig widerlich scharf. Deswegen ist mein Abendessen jetzt heute Toast mit Pflaumenmus. Auch nicht schlecht. Naja, nächstes Mal achte ich mehr darauf, ob was auf dem Deckel ist oder nicht.